Ja, ich habe schon so viele. Ja, okay. Haben wir so viele gegeneinander schon gekämpft? Wisst ihr, Spieler, Entwickler von diesem Spiel? Ich weiß, ihr seid nur Hobbyisten und alles, aber was haltet ihr davon, wenn man Blitz schon hätte zu diesem Zeitpunkt? Wie denkt ihr darüber? Was ist denn hier los? Use the Bug Spray, ja. Hauen die ab? Ich hoffe. Hau ich ab. Okay, die sind abgehauen, aber die sind jetzt angry. Und irgendwie ist jetzt das Bild heller. Ja. Oh, wir haben einen super Repell gefunden. Okay. Stürzen wir uns mal durch das Loch. Oh, jetzt ist es wieder dunkler, okay. Oh, da ist ein Trainer. She comes, she comes. Okay. Buckmaniac Roach would like to battle. Oh yeah. Eins more. Okay, dann wechseln wir nochmal direkt hier oben zum Blubble Rock. Komm schon. Diesmal mache ich die richtige Attacke, nämlich Bubble Beam. Vielleicht sollte ich die tauschen, dass ich nicht jedes Mal oder nicht immer wieder mal falsch drücke. Kann man Eisbeam drauf pallern? Von pallern statt ballern. Ich habe manchmal aber auch solche Sprachstörungen. Oh yeah. Noch ein Eisbeam hinterher. Haben wir den Schock schon besiegt, oder? Oder? Ah, der holt noch einen raus, okay. Lalala. Schmutzbubi. Geht da der Eisbeam oder ist das Wasserkäfer oder so? Es ist auf jeden Fall tot. Es ist auf jeden Fall tot und das gefällt mir sehr gut. Oh, wie viel Käfer-Pokémon hat denn dieser komische Typ hier? Redet er? Verstörende Sachen. She's coming. She's awake. Mother is calling. Okay, noch ein Käfersammler hier in den Tiefen. Yeah, ein Intruder. Oder so. Backmanic Fly. Lol, der heißt Fly. Spinnery. Wir sollten den, glaube ich, austauschen. Weil, wenn man Leech sieht, dann könnten wir immer wieder ein bisschen hier. Sag's mir schnell. Ich weiß nicht. KP abziehen. Boah. Hab ich manchmal eine lange Leitung, ey. Eine sehr lange Leitung. So mit Holzmodem noch und so. Ja. Kennt irgendwer noch außer uns hier diese die alten 56-Kbit-Modem? Wahrscheinlich sind wir die einzigen Opfer. Es gab sogar noch die etwas bessere mit 64 Kbits, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte natürlich eins mit 56. Mhm. Wir nehmen wir jetzt, das ist ein Wasserkäferfieder da draußen. Scheinbar. Wir nehmen trotzdem den Blubble Rock. Wir hatten eigentlich gerade aktuell den EP-Teiler. Ich hab die, der Dings, oh, Shinx heißt er ja nicht mehr, wie heißt denn der jetzt? Der Metalinx, genau, Metalinx. Wie wird dir diesen Namen hier? Ich weiß auch nicht. Aber meine Mutter fand das auch immer sehr erstaunlich, wie ich mir 300 noch was Pokémon-Namen nehme, merken, unterscheiden kann, aber nichts für die Schule oder so. Damals noch. Ja, es ist halt immer so eine Sache, was einem Spaß macht, wenn man sich halt mit beschäftigt, das lernt man halt schneller. Ja. Wenn man halt öfter Umgang mit hat.
Und vor allem war es auf dem Pausenhof wichtiger, die Pokémon-Namen zu kennen, als eine Matheformel oder sonstiges. Das stimmt. Also. Wenn du nicht die Pokémon kanntest, also, da wurdest du direkt ausgemobbt. Von wegen, was ist das für ein Depp, Alter, der kennt nicht Pokémon-Namen. Ja, ist doch so. Mutter wird davon hören. Wir machen einen noch einen Repair. Sehr schön. Ja, ich bin leicht. Oh, diese Höhle hier. Da muss ich irgendwie den Weg ändern. Oh, ich bin so hungrig. Ach, jetzt haben die so Insektennamen, okay. Der eine Fliege, der heißt jetzt Ameise. Haben Käfer zufällig die Schwäche Boden? Keine Ahnung. Ich probiere es mal aus. Und da könnte ich auch mal andere Viecher ein bisschen trainieren. It's Snorri? Well, not. It's Snorri Effect, genau. Ich bin manchmal richtig gut dabei. Meine Magnitude 7 aus dem Ärmel geschüttelt. Irgendwie. Nein. Gut, okay. Du musst es den Bubblerock halt richten. What the fuck, was geht denn auf Twitter ab? Ich habe schon irgendwie 18 neue Postings da. Seit ich das letzte Mal geschaut habe. Ja, du weißt ja, der Browser, der zeigt das einem so schön an, der zählt das irgendwie durch. Ja. Hey, Level 41, wow. In Anbetracht der Tatsache, dass du der Stärkste von allen bist, ist das nicht so verwundend oder nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so besonders, sag ich mal schon fast. So, haben wir irgendwie ein Fuhl. Ja. Burn. Hör auf zu burn. Ich glaube, ich müsste mal austauschen, oder? Gut. Okay, ein weiteres Loch im Boden, wo wir durch müssen. You, get out! Get out! Ja, Mann, der hat mich gerade voll angeschrien. Hey, du, hau ab hier! Der ist Quito. Alt, Harry leckt. Harry leckt. Oh. Pubertärwitze! Alter, mit fast einem. Hier, ne? Einem Angriff. Weggebeamt. Ich beam! No! Okay, also irgendwie passieren hier seltsame Dinge in dieser Höhle. Vor allem wird hier scheint, wie ich es verstanden, richtig verstanden habe, eine Art Käfer Mutter genannt. Oder ist es eine Trainerin, die so genannt wird? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das werde ich gleich erfahren in dieser Höhle. Dup. Wieso sind alle Sets von Markern, die ich mir kaufen will, ausverkauft in jedem Shop? Weil vor 2 Tagen alle mit dem Zeichnen angefangen haben. Mhm. Merke schon. Krieg ich hier mit dem Eisbeam weg? Ich krieg dich gleich mit dem Eisbeam weg. Gar nicht. Alter, der ist gefrozen. Shit. Ja, Mann. FRZ Frozen. Das gefällt mir gut. Äußerst gut.
was macht eigentlich... Ich glaube, Gift gegen Kiefer ist nicht so bombastisch. Alter, doch. The fuck? Wieso habe ich das nie gemacht? Weiß nicht. Coole Sache. Turn Metal One. Okay. Was haben wir denn vergessen lassen? The Tackle Target with a 5-Speed Spin, the slower the user, the greater the damage. Ah, ich würde sagen, lassen wir es einfach weg. So, schon wieder Stop Learning Way. Ja, stoppe. Okay. Noch ein Highlight. Okay, mach mal ein... Ah, ich habe nur 2 Ice Beams übrig, das ist nicht so bombastisch. Wir probieren jetzt mal damit, wie weit wir damit kommen. Oh, das war gut, das war gut. Kann man nichts sagen, das war gut. Ey, komm schon, hör auf mit deinem Furienschlag. Oder was das war. So gefällt mir doch der Pokémon-Kampf. Mother, forgive me! Okay, ich muss noch einen Stockwerk tiefer. Ich finde das... Hey! Yo! Over here! Wer war das? Wer ruft nach uns? Tico, could you be? Did you come to rescue me? Oh, thank Arceus! They all appeared at once. My Pokémon were overwhelmed. Overwhelmed, nicht overwhelmed. Ja, okay, kann ich nicht sagen. Wie nochmal? Overwhelmed. Well, also es heißt stumm. Mhm. Okay. Warum sollte das W stumm sein? Bitte? Warum sollte das W stumm sein? Da ist ein W. Overwhelmed heißt überwältigt. Okay, dann habe ich das wohl nicht so richtig gesehen. Na gut, egal. If you hadn't shown up, now I shudder to think what could have happened. Okay, and did you hear that? Oh no, I have a bad feeling about this. Untie me, untie me, quickly. Ah, that's the spirit. Good to feel the air flowing down there again. What? You've never seen a man in a skirt before? Kids these days. Quick, let's get out of here before they notice. Oh dear, I think she's... Ich glaube, ja, wir wurden schon genoticed. The psychometer. The bug squeaks, she only wakes up once every few years. But when she does, she's always hungry. Das klingt nicht gut. And angry. Always hungry ist nie gut. Look, I had to do this since I'm a gym leader and all. But all of my Pokémon are fainted, so I won't stand a chance. You have to defeat her. And don't even think about trying to catch her. I don't know what the bugs would do, but I suspect it's impossible in any way. Ja, als ob. Wir speichern mal ganz kurz ab hier. Nur zur Sicherheit. Wo ist hier speichern? Da. Yes. Yes. Schön. Okay, gehen wir mal vor. Oh, das sieht böse aus ein bisschen. Vielleicht sollte ich vorher nochmal eine Poke heilen. Wie sieht denn das aus da? Ah, sieht nicht so schlecht aus. Sieht nicht so. Wir tauschen aber kurz den hier weg. Um... Mit sagen wir ja, mit Barschaf anzufangen, einfach nur so, um einen Start zu haben, einfach zu gucken, was Screw oder Scree. She's going to attack. Okay. Alter, Level 45. Alter, das ist eine fette Motte. Sieht
aus wie ein Pokémon.